Das hier ist das Bademodenkonzert, meine Enkelin. Bringen Sie das Ganze für die interne Präsentation in Form. Ja. Wie ist es mit der Fotostrecke in Johannesburg? Wird die auch gecancelt? Nein, die haben wir schon gebucht. Wenn wir die jetzt absagen, dann schadet das unserem Ruf, abgesehen von den Kosten. Du scheinst ja zum Glück einen kühlen Kopf zu bewahren. Das ist mein Job. Rebecca, diese Bikini-Outlet-Geschichte, ja, die wird vorläufig auf Eis gelegt. Aber wir müssen es unserer Omi ja nicht direkt auf die Nase binden. So viel also zu dem Thema, wir arbeiten alle hier zusammen als Team. Larissa, hast du gelauscht? Ich wollte sowieso gerade. Wie konnte ich nur auf deine scheinheilige Tour hereinfallen? Pass auf. Leonies Idee war gut, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt für Experimente. Und das entscheidest du im Alleingang. Hör zu, Larissa, ich will dich nicht ausboten. Ich habe nicht mit dir gesprochen, weil ich in einem Loyalitätskonflikt stecke. Als ob du wüsstest, was das ist. Willst du mich beleidigen oder hören, was ich dir zu sagen habe? Leg los. Wir können das Projekt deiner Enkelin nicht durchziehen, weil wir alle Kraft für umsatzstarke Geschäfte brauchen. Wir reden hier über eine etablierte Modefirma und nicht über irgendeine kleine Klitsche, die kurz vor dem Konkurs steht. Also, sag schon. Klartext. Okay, das, was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns, ja? Die Lahnsteinbank musste sich einer Betriebsprüfung unterziehen. Dabei ist herausgekommen, dass die Eigenkapitaldecke zu dünn geworden ist. Die altehrwürdige Lahnsteinbank pleite? Nicht, wenn wir gegensteuern. Die Bank braucht Geld, um wieder ins sicheres Fahrwasser zu gelangen. Und deshalb sollen die restlichen Sparten des Konzerns auf Sparkurs gehen. Es sieht so aus, als wenn Ansgar sich mit einer Risikospekulation übernommen hat. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Wo die Gier einsetzt, setzt der Verstand aus. Da wäre er nicht der Erste. Ich werde den Gedanken nicht los, dass an dieser Geschichte irgendetwas faul ist. Glauben Sie, Tanja hat gelogen? Ich glaube, sie glaubt, was sie mir erzählt hat. Und warum tun Sie das nicht? Instinkt. Sowas kann man ja nicht lernen. Na, so ein Zufall. Ansgar, was machst du hier? Solltest du nicht eine Traditionsbank retten? Was sollte das heißen? Ich musste Clarissa einweihen. Was genau daran ist, nicht zu verstehen? Dass du es nicht schaffst, firmeninterner für dich zu behalten. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich leite hier eine Modefirma gemeinsam mit Clarissa. Wie bitteschön soll ich ihr einen Sparkurs verheimlichen? Wir waren uns darüber einig, dass nichts davon an die Öffentlichkeit dringen darf. Was du getan hast, war einfach nicht abgesprochen. Ach, jetzt erzähl mir doch nichts von Absprachen. Erzähl mir doch mal lieber, wie du es hingekriegt hast, dass der Wirtschaftsprüfer dir eine Schieflage der Bank attestiert. Was willst du damit sagen? Dass ich dir alles zutraue. Dann siehst du Gespenster. Gerade sich eins vor mir. Komm schon. Was hast du vor? Die Bank retten. Und das Unternehmen, was denn sonst? Gut, und ich will Erfolg. Und wenn ich deinetwegen schon nicht so wirtschaften kann, wie ich es gerne möchte, dann überlass doch mir bitte, wie ich damit umgehe, ja? Tanja, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Eins ist jedenfalls klar. Die beiden haben Stress. Und ich werde schon noch rausfinden, was dahinter steckt.